Die Welt der Spiele, die Welt der Bücher, es gibt einiges zu entdecken. Tja, eine kleine Auswahl liefere ich euch jetzt noch einmal in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Ja, Spiele sind beliebt, Spielebücher sind auch sehr beliebt. Und die Welt der Bücher, die hat auch sehr viel zu bieten. Genau deswegen gibt es ab und an mal ein Video, es gibt eine eigene Playliste. Und ja, ab und an zeige ich euch gerne mal das ein oder andere Buch, was sich vielleicht auch für euch lohnt. In diesem Video stelle ich euch wieder weitere Spielebücher. Ja, es sind auch einige Spielebücher dabei. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob da was für euch dabei ist. Einen kleinen Blick gibt es noch über den Tellerrand, aber seid gespannt und dazu wünsche ich jetzt euch viel Spaß. Beginnen möchte ich mit einer bei mir sehr beliebten Reihe und da bin ich jetzt quasi im ersten Drittel, 30% habe ich etwa schon gelöst, Tagebuch der Ewigkeit. Das sind Spiele, wollte ich schon sagen, Spiele, Bücher. Ihr löst anhand dieses Buchs, die eine oder andere Einblendung gebe ich euch, weil ich möchte euch nicht allzu viel verraten, ihr löst anhand des Buches verschiedene Rätsel. Mit jedem Rätsel kommt ihr auf die nächste Seite und löst weitere Rätsel. So kommt ihr in der Story voran. Ja, wenn man nicht weiterkommt, dann gibt es einen QR-Code. Auf jeder Seite ist ein QR-Code. Da wird euch angezeigt, da bekommt ihr einen Hinweis, gegebenenfalls auch die Lösung. Ihr könnt euch anschließend bewerten. Mache ich bisher nie in diesen Spielen oder in diesen Büchern. Mir geht es einfach darum, Spaß zu haben mit diesen Rätseln. Ein wichtiger Hinweis muss ich euch aber definitiv geben, weil sonst ist der eine oder andere frustriert. Das ist bei Exit-Spielen ja ähnlich der Fall. Achtet unbedingt auf die Empfehlung, weil Level-Profis heißt auch, die Level und die Aufgaben sind schwierig. Die richten sich an Profis, übrigens hier wieder von Dimitris Chassapakis, Kosmos, der Verlag, aber die sind richtig gut. Was mich bei diesem Buch, ich will schon wieder Spiel sagen, ein bisschen verwirrt hat, war am Anfang der QR-Code, den man dann hat und dann ist man auf ein anderes Tagebuch gekommen. Das heißt, man muss jede Seite neu scannen und dann seid ihr irgendwann auch bei Tagebuch der Ewigkeit, weil am Anfang wird euch so ein Musterbeispiel vorgegeben. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, aber jeden QR-Code einscannen, weil es gibt mittlerweile schon viele Bücher der Tagebuchreihe, warum man das auch immer Tagebuch bezeichnet. Verwirrt mich persönlich ein bisschen, weil wenn man sagt, welches fehlt mir denn noch und man steht im Handel und denkt, was ist Tagebuch der Ewigkeit, was ist Tagebuch der Zeit, was war es denn? Eine andere Bezeichnung wäre vielleicht an der einen oder anderen Stelle wünschenswert, sonst gibt es irgendwann 10 Bände nur mit Tagebuch. Das als kleine Ergänzung, das ist auf jeden Fall mein Blick auf dieses Buch bzw. meine Meinung dazu. Lohnen werden sie sich definitiv, wer solche anspruchsvollen Rätsel und Bücher mag, er kommt hier voll auf seine Kosten, weil das, was ich bisher hier gesehen habe, das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal wieder ein bisschen spicken musste in der Lösung. Manchmal komme ich nicht voran, manche Rätsel liegen einem, manche liegen einem nicht. Das ist einfach so der Fall. Also definitiv eine Empfehlung. Ja, solche Spiele, Bücher bzw. drei Fragezeichen, Grafiknovelle habe ich euch schon in der Vergangenheit vorgestellt, bei mir nach wie vor sehr beliebt. Andor steht hier die komplette Reihe, aber die Andor Bücherreihe, auch die habe ich euch schon präsentiert, die lohnt sich definitiv, durchaus auch was für Jugendliche und jetzt gibt es hier was Neues, eine komplette Reihe, die drei Fragezeichen, Hotel Bigfoot und man sieht hier schon vom Aufbau, das ist so Comic, richtig schön illustriert. Von der Story habe ich immer ein bisschen mehr versprochen, aus meiner Sicht, das sind Jugendbücher, mein Sohn ist jetzt auch gerade dabei und liest das Buch, habe ich mir Tendenz, was die Spannung angeht, ein bisschen mehr versprochen. Auch von den Sprechphrasen, gerade zwischendurch war es ein bisschen verwirrend, welche Abfolge man liest. Der ein oder andere, der aber sich mit solchen Comicbüchern auskennt, für den ist das sicherlich kein Problem. Schnell gelesen, definitiv, weil es ist auf jeden Fall sehr umfangreich, was diese Reihe angeht. Also nur eine bedingte Empfehlung. Was Bekannte von mir jetzt bekommen haben, beziehungsweise gelesen haben, weil das sind meine schon raus, da geht es um zweite Klasse, da geht es um so Bücherhelden, auch hier jetzt die Reihe Exit, das Buch für Kids, gefährliche Ferien, passend vielleicht für die aktuelle Zeit. Aber das empfiehlt sich auch für euch, für die Kids,
weil aufgrund der Schriftweise sieht man schon, das sind meine Kinder raus. Aber für die zweite, dritte Klasse empfiehlt sich's auch hier mit so einem Marker, wo man dann lesen muss und wo man Aufgaben löst, um in der einen oder anderen Geschichte dann weiterzukommen. Das ist gut gemacht und gerade für die Kids bietet es dann nochmal Abwechslung und Spaß, motiviert beim Lesen dabei zu sein. Das schwankt je nach Kind. Das ist ganz normal aus meiner Sicht. Der eine oder andere liest mehr, der eine oder andere liest weniger, aber mit seinem Buch hat man vielleicht auch mehr Spaß und Freude. Wenn ihr da irgendwelche Hinweise habt, dürft ihr es gerne ergänzen. Eins wollte ich noch einwerfen, weil ich habe euch ja auch ein bisschen über den Tellerrand blicken lassen, was jetzt die Experimentierkästen aus der Kosmos angeht. Da gibt es ein passendes Buch, wollte ich eigentlich schon bei den Experimentierkästen euch zeigen. Jetzt stelle ich das oder liefere das noch einmal nach. Weil Judiths kleine Welt, Judith Rakers, die hat wirklich sehr viel Mühe und sehr viel Fleiß reingesteckt in dieses Buch. Aber auch hier die Empfehlung, eher so dritte, vierte Klasse, auch als Vorlesebuch geeignet, mit vielen Informationen rund um die Welt der Tiere, um die Welt der Farm, mit einzelnen Tipps und Hinweisen. Richtig schön gemacht. Und gerade hier diese Kresse, was ich euch als Experimentierkasten vorgestellt habe, das ist ein schönes ergänzendes Buch, was man vielleicht sich dann noch anschafft, was man sich schenken lässt. Aber das entscheidet wie immer ihr für euch. Tja, und was liest der Jörg aktuell? Ich bin gerade dabei, wollte jetzt aber nicht warten mit dieser Vorstellung jetzt dieser Bücher, weil der eine oder andere weiß, ja, wir sind große Fans von solchen Adventure Games. Die Reihe, diese Spielereihe vom Kosmos, die sind richtig gut. Nicht jedes hat mir gefallen, habe ich auch in den Videos gesagt, was mir gut gefallen hat. Das eine oder andere hat mir jetzt nicht so gut gefallen, da könnt ihr mal reinschauen. Aber diese kooperativen Abenteuer, die man erlebt und eintaucht, verknüpft mit Rätseln. Die machen unheimlich viel Spaß, sind aber auch sehr zeitintensiv. Das spielt ihr über viele, viele Stunden und dann habt ihr hoffentlich auch genauso viel Spaß wie wir. Und jetzt gibt es eine Reihe, eine Bücherreihe. Bisher hatte ich auch sehr viel Spaß mit den einzelnen Rätseln, mit den Aufgaben. Die Wölfe von Paris entdeckt die Story. Daniel Black, Mann, also was ich bisher gelesen habe, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Kosmos, der Verlag. Und das Schöne ist, auch hier bei diesem Buch gibt es wieder weitere Entwicklungen der Geschichte. Die Geschichte entwickelt sich weiter, teilweise mit Gegenständen, mit kleineren Aufgaben, kleineren Rätseln befüllt und auch ausgehend davon eine Geschichte, die einen anderen Verlauf nimmt. Das ist spannend und da freue ich mich, die Tage bzw. heute Abend dann gleich wieder weiter zu lesen, weil das macht wirklich sehr viel Spaß. Also das ist auch eine Empfehlung für die etwas geübten Leser, Leserinnen, gegebenenfalls Erwachsene oder Fans der Reihe rund und Adventure. In Games heißt es auch hier Adventure Games, aber hier der Hinweis noch Books, weil das ist ja auch eine Bücherreihe. Ja, das mal wieder als kleiner Überblick für euch. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder auf die Kosten gekommen. Das war es jetzt aber erst einmal wieder, was die Bücher angeht. Jetzt widmen wir uns dann wieder der Welt der Spiele, weil da gibt es ja wieder einiges zu entdecken, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wenn euch jetzt weitere Bücher interessieren, es gibt ja eine kleine, große Auswahl und es gibt eine eigene Playliste, was Bücher angeht, Rätselbücher angeht, auch ein bisschen Blick über den Tellerrand. Da schaut einfach mal rein, was euch da interessiert. Da findet ihr auf jeden Fall eine, ja, schon etwas größere Auswahl. Das zu allen Infos. Wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, Tipps, Hinweise, ihr seid wie immer gerne eingeladen, unter das Video zu kommentieren. Dann sehen es die anderen auch. Wenn euch das eine oder andere holen wollt, könnt ihr im Handel holen, Buchhändler vor Ort oder über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja immer automatisch. Aber Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.